Moin moin und hallo zu einem fantastischen Streamtag hier bei Bonjour. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu dem richtig geilen Setup, was Leon, also dickes F an Leon und ich hier zusammengebaut haben. Wir dachten uns, die schwarze Couch passt aber nicht so geil zu einem schönen, chilligen Konsolenstream. Und ich spiele, und das seht ihr schon am Streamtitel, The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter. Ich habe das angefangen am Dienstag, es hat so ungemein viel Spaß gemacht. Das war so richtig geil. Und ich dachte mir, okay, heute streame ich das noch ein paar Stunden. Einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ihr auch ein bisschen Spaß dran hattet. Deswegen, genau, mache ich das heute ein paar Stunden. Und dann wird nachher, heute Nachmittag, ich habe euch übrigens hier unten, das heißt, ich sehe auch, was ihr hier schreibt. Heute Nachmittag wird dann Leon dann auch im Stream dazustoßen und wir zocken nachher Dragon Ball FighterZ, das neue Dragon Ball Game, was Freitag released wurde. Ja, Freitag, glaube ich, ja. Und das zocken wir zu zweit. Bisschen wahrscheinlich Story Mode, bisschen zu zweit gegeneinander und gucken wir mal, wie cool das ist. Okay? Wo ist Leon? Leon ist jetzt in der Regie. Leon, bleibst du jetzt eigentlich oder kommst du nachher wieder? Leon bleibt jetzt einfach. Einfach, weil er ein nicer Dude ist. Vielleicht würde er sich hier nochmal daneben irgendwie hinstellen und mich so ein bisschen backseaten oder backstanden. Naja, gucken wir gleich mal. Ich würde sagen, ich wechsle mal gleich ins Game. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ich habe hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen was anderes. Warte mal. So, wenn das jetzt alles klappt, fantastisch. Oh, das sieht echt gut aus. Leon, das ist super. F an uns selbst, genau. Vielleicht, jetzt sieht man natürlich nur die Seite, ne? Oder ist es okay? Weil jetzt sehen die Leute, wie ich das Spiel so sehe, von links nach rechts. Aber vielleicht ist es ja genauso richtig. Oh, ich habe aber keinen Sound, fällt mir gerade auf. PC 2 ist an, oder? Wir hatten noch eben hier Sound. Ja. Ach, ich weiß, ich habe noch PC 2 habe ich noch am Stizzle, damit die den Game-Sound hier nicht hören. Das müsste gleich klappen. Chat, ich bin gleich wieder da. Jetzt müsstet ihr das hören. Ja, ne? Hört man jetzt alles? Oh, toll. Ich freue mich wieder, Zelda zu spielen. Gino, das ist deine Schokoladenseite. Oh, vielen Dank, Franzi. Dankeschön. Wenn ihr das so mögt. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das sonst noch gestalten können, sagt einfach Bescheid. Wir können die Kamera natürlich beliebig hier. Ist ja unsere eigene Studie. Wir können ja damit machen, was wir wollen. Na? Wir können das hier natürlich so umstellen. Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool so. Wer nicht mitbekommt... Oh, guck mal. Holy fuck. Was passiert jetzt? Okay, Cutscene. Link. Link. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Okay. Der Blutmond, das war das, wo sich die Nacht unabhängig auch von der Mondphase rot färbt, beziehungsweise der Mond färbt sich rot, was ich gerade nicht sehe, und alle Monster werden wieder zum Leben erweckt, die ich besiegt habe oder alle generell, ich weiß es nicht so genau. Ich bin jetzt im Kakariko-Dorf und das ist mein Pferd Humanfred oder Human Manfred. Das ist mein erstes treues Checkiges Pferd. Treu, weiß ich nicht, ich glaube, es liebt mich so 12 von 100, also so wie alle Frauen in meinem Leben so ungefähr. Und jetzt bin ich damit zum Dorf geritten und ich schaue, was hier so auf mich wartet. Wenn ihr das Dienstag verpasst habt und ihr habt Lust auf Zelda, dann holt das doch einfach nach. Über Past Broadcast ist möglich. Ich spiele das Spiel durch und mit DLCs. Ich habe glücklicherweise noch DLCs bekommen. Und das heißt, ich werde das hier alles schön gemütlich angehen lassen. Ich spiele das, nochmal eine kleine Sache, wer Dienstag nicht dabei war. Ich spiele das im blind. Das heißt, ich habe davon so wenig wie möglich erlebt.
von Breath of the Wild. Ich kenne ein, zwei Trailer, damals noch von E3, und ich kenne natürlich Bilder von Leuten, die das vielleicht über Twitter gepostet haben, so ihren Fortschritt. Aber viel mehr weiß ich nichts. Also viel mehr weiß ich wirklich, ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht, außer dass es Open World ist, so eine Art neue Zelda. Und ja, das war es so ungefähr. Viel mehr weiß ich nicht. Okay? Das heißt, bestenfalls keine 12 von 100 RIP, bestenfalls keine Spoiler im Chat. Wenn ich Hilfe benötige, würde ich das ansagen und dann wäre das toll, wenn ihr mir helft, aber so spoilerfrei wie möglich. Das wäre cool. Ich würde das gerne so roh wie möglich erleben, das Spiel, ohne vorher schon zu viel zu wissen. Das wäre toll, wenn wir uns daran halten, dann haben wir nämlich allermeisten Spaß. So, Nana. Ein Reisender. Ich habe mir wohl den Fuß verstaucht. Das ist mir jetzt etwas peinlich, dass du mich so siehst. Sag mal, Reisender, wo hast du das Ding an deiner Hüfte her? Das ist unser Shika-Stein. Den haben wir einfach so bekommen, weil wir der Held sind aus vergangener Zeit, also vor 100 Jahren. Sieh an, der Shika-Stein bedeutet, dass du der Auserwählte bist. Es gibt leider nicht mehr viele, die das wissen. Wir Shika haben lange auf dich gewartet. Du solltest unbedingt Impa, unsere Anführerin, aufsuchen. Wo finde ich sie? Impas Anwesen befindet sich weiter hinten im Dorf. Direkt am Wasserfall, dem Federfall. Dass ich den Auserwählten noch treffen durfte. Nach all der Zeit. Oh, das ist eine Liebe, Shika. Das ist eine Liebe. Ich habe jetzt übrigens gerade den Speer ausgerüstet. Ja, das ist mein Schild, das zerbricht bald. Ich habe leider alle guten Waffen, finde ich super schade, dass die super schnell kaputt gehen. Weil ich habe ja das Soldatenschwert und so, das ist ja super schnell weg. Und das finde ich voll schade. Kann man das nachher irgendwie aufrüsten, dass sie länger haltbar sind oder so? Das finde ich nämlich cool. Oh, ich kann doch bestimmt fliegen damit, oder? So wie früher. Okay, zwei Äpfel ergaunert. Okay, ich nehme mal den hier. Kann ich damit fliegen? So wie früher? Ja, es geht. Geil. Nein. Und weg mit dir. Was war denn mit ihm? Kann ich über Äpfel klauen? Oh, die gucken schon. Nee, dann lieber nicht, oder? Guck mal, wie die gucken. Folgen die mir? Ich würde gerne so einen Apfel da haben. Die glänzen nämlich so schön. Nehmen wir jetzt einfach ein. Guck mal, es passiert gar nichts. Lalala, ich mach nichts, ich will nur die Äpfel. Okay, passiert nichts. Alles klar. Schön geile Äpfel bekommen hier. Was geht denn hier so? Hier ist ein. Ah, hier ist doch hier. Bete ein bisschen, okay? Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ach so, genau, die bekomme ich. Wer das noch nicht weiß, die Zeichen der Bewährung oben rechts, drei Stück, wenn ich ein Tempel. Wenn ich einen Tempel schaffe, dann bekomme ich ein Zeichen der Bewährung und dann kann ich mir aussuchen, du besitzt noch keine vier Zeichen. Ach so, wenn ich vier Zeichen habe, kann ich zur Göttin, suche die Schreine in diesem Reich und stelle dich daraus vor. Sobald du vier Zeichen der Bewährung empfangen hast, kehre zu mir zurück. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich einen Herzcontainer mehr möchte oder mehr Ausdauer haben möchte. Und ich habe mich beim ersten Mal für ein Herz entschieden. Das heißt, ich habe vier schon drei Herzen. Gucken wir jetzt einfach ein bisschen um. So viel ist jetzt tatsächlich nicht. Nabis. Hohoho, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa von einer Jäger, oder? Hohoho, das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen.
Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Die greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Ein Rüstungskürbis. Ein stahlharter Kürbis, der auf den Feldern Hyrules angebaut wird. Wird er Gerichten beigegeben, stellt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Beträchtlich sogar. Das hier ist Kakarikos Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komme gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. War ja schon beim Schrein in diesem Dorf. Nee, ich bin gerade angekommen. Ich gucke mir noch ein bisschen um. Ich war hier noch nirgendwo drin. Die Karotten sehen zum Anbeißen aus. Wer immer sie anbaut, scheint sie liebevoll zu hegen und zu pflegen. Schön. Kann ich eine nehmen? Ja, das ist wahrscheinlich für mein Pferd oder sowas, ne? Eine Schleichschnecke. Süßer Schnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Als Kochzutat schärft sie die Sinne, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Toll. Ups. Schleichschnecke. Ich habe das mit dem Kochen noch nicht so ganz raus oder vielleicht so ein bisschen. Ich muss also... Oh, Glühwürmchen. Kann ich die auch einfangen? Oh, hier ist ein Speer. Ein Hacke. Oh, 16 Schaden. Robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern. Wenn man damit umzugehen weiß, leistet es auch als Waffe passable Dienste. Ich würde dann meine Waffentasche ausräumen. Gerne. Wenn... Okay, das ist ein... Das sind natürlich Zweihänder, ne? Das ist eine Axt, die brauche ich. Den Fächer werde ich irgendwann nochmal gebrauchen. Und das hier ist, glaube ich... Den finde ich sowieso jederzeit. Das heißt, das kann ich wegwerfen und dann nehme ich die Hacke. Toll. Jetzt habe ich die Hacke am Stüssel. Guck hier nochmal. Ah, da komme ich her. Ja gut, also viel, also so richtig viel ist hier tatsächlich nicht. Das heißt, ich kann so anfangen, mal meinen Weg zu gehen. Dort runter zu gehen zum Schrein. Deswegen kann ich auch in die Häuser rein? Ja, stimmt, oder? Mal, was hier so geht. Ja, kann ich tatsächlich. Ah, da sind Kiddies, die schlafen. Mama. Okay. Muss wach bleiben, bis Vater nach Hause kommt. Ich bleibe wach. Süß. Sehr süße kleine Kiddies. Kann ich hier, kann ich sie ausräumen? Kann ich sie ausrauben irgendwie? Nee. Nee, schade. Jetzt ist morgens. Also ist nicht mehr der Blutmond jetzt am Start. Und hier wurden Hühner gemalt. Ach nee, hier wurden Hühner, das ist Genetik. Die wurden gezüchtet hier. Okay, wenn man das mit dem, dann das mit dem. Für die wohl gut sind. Oh, hier. Kleidung. Boutique, zwei Früchtchen. Kleine Früchtchen hier. Die neueste Mode. Willkommen in der Boutique, zwei Früchtchen, sagt Clary. Wir verkaufen hier Mode der Marke Clarko. Wer modisch aktuell sein will, kommt um unser Sortiment nicht herum. Besonders der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Wir kaufen auch Gebrauchtes an, also sag einfach Bescheid, wie ich dir helfen kann. Ich möchte Clarko. Clarko steht natürlich für Clary-Kollektion. Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat ganz besondere Eigenschaften. Am besten, du siehst sie alle einmal an. Gibt es sonst noch was? Kannst du hier alles fragen. Ach so. Ich muss mir das erstmal angucken. Nicht schlecht, was? Das ist ein exklusives Gewand der Boutique zwei Früchtchen. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Oh, das ist geil. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Ah, das ist cool. Oh, 600 Rubine? Das ist aber krass. Und vor allem... Ach, das ist nur ein Teil.
Oh, die Hose ist allein 600, dann das Oberteil 700 und dann nochmal 500. Boah, wie soll ich mir das denn leisten? Was ist das hier? Das ist Rüstung, oder was? Hyliergewand. 120. Robustheit und hohe Beweglichkeit machen dieses Gewand bereits in Hyrule beliebt. 120, dann nochmal 60, 180. Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hyrule-Tradition gefertigt. Schützt Reisende vor Wind, Wetter und Sonnenbrand. Aber gut, ich habe ja schon Dreier Kopftuch, das ist nämlich ein Klettertuch. Das gibt mir plus 3 auf Klettern. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber... Und Hose. 3 auf 3. Brauche ich auch nicht. Traditionelle Beinbekleidung Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und gleichzeitig widerstandsfähig genug. Ey, warte mal, die habe ich doch schon. Ist sie das nicht? Ich habe nur das Oberteil nicht und das kostet 120 von 1 auf 3. Das wäre natürlich cool, aber ich weiß nicht, wie ich mir das leisten soll. Außer ich verkaufe was. Ich könnte natürlich was verkaufen. 1800 für das Ninja-Outfit, ja. Rüstung haben keine Haltbarkeit. Ja, das ist ja schon mal etwas. Ich kann nur die hier verkaufen. 15 bringt mir die. Na gut, ich brauche die ja nicht, ne? Ich kann die ja verkaufen. Boah, guck mal. Das Kopftuch bringt mir 600. Das Klettertempo wird erhöht. Ah, das ist natürlich krass. Wenn ich für 600 das Kopftuch verkaufe. 600 ist ganz schön. Lohnt sich das? Chat, was sagt ihr? Für 600 das Kopftuch verkaufen, dann könnte ich das und das holen. Oder eine Maske. Das sind Unikate, die bekommst du nicht wieder. Du verkaufst niemals den Kletteranzug. Okay. Dann verkauf Edelsteine. Ach so. Okay, Commander Kano möchte nicht, möchte ich auf keinen Fall, dass ich das verkaufe. Klettergewand nie verkaufen, ist super praktisch. Okay, okay. Okay, Chat, ich werde es nicht verkaufen. Kein Problem, ich werde es nicht verkaufen. Ich guck mal, was die Edelsteine mir bringen. Wo sind die denn? Sind die nicht hier? Da sind die. 5 Rubine. 30 Rubine. 60 Rubine. Was ist hier? 260 Rubine. Wozu brauche ich ein Opal? Edelstein, der heil gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Was genau bringt mir das? Nicht verkaufen. Verkaufe lieber Edelsteine. Also, die Edelsteine kann ich verkaufen, sehe ich ja jetzt. Das wird mir jetzt 300 Rubine bringen und das wird mir jetzt 180 Rubine bringen. Das heißt, ich könnte mir prinzipiell diesen Anzug da holen. Ist es denn, lohnt sich das denn jetzt zu verkaufen oder soll ich die lieber aufbewahren? Weil Kraft des Wassers, das heißt doch sicherlich... danke, Leon. das heißt doch sicherlich... für Upgrades. Ah, okay. Das heißt, ich könnte einen Anzug, was ich habe, zum Wasseranzug machen, wenn ich das jetzt quasi verkaufen, neu farmen. Edelsteine kann man farmen, also kannst du sie ruhig verkaufen. Okay, dann verkaufe ich die jetzt. Die brauchst du jetzt nicht. Okay, dann gucke ich nochmal. Wie brauche ich 120, ne? Kopftuch möchte ich ja... Möchte ihr nicht haben, die Hose habe ich schon. Oh, sorry. Ja, 120. Kopftuch brauche ich nicht. Das heißt. Okay, das heißt 70. Nee, ja, 70. Dann verkaufe ich einfach 3 da schon. Und dann sagen wir mal 4, wenn ich die eh farmen kann. Okay. Klingt gut. Ich brauche ja erstmal noch keine Rubine, oder? Oder soll ich gleich einfach ein paar mehr verkaufen? Damit ich... das kaufe ich jetzt. Ja, klingt gut. So, Hyliergewand gekauft. So, jetzt kann ich doch sicherlich... Zack! Boah, das sieht cool aus!
Das sieht hier richtig gut aus. Kann ich jetzt mein Dings verkaufen? Bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, ne? Was war das? 5 oder sowas, ne? 15 Rubine. Ja gut, ich brauche das ja nicht mehr. Kaufe ich. Cool, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig cool aus. Guck mal. Toll. Mein Kopftuch passt auch dazu. Nice. Sieht aus wie ein richtiger Krieger hier mit meiner Hake hinten. So. Was ist mit ihr? Imba, die Boutique zwei Früchtchen heißt sie. Willkommen, besuchen Sie. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Hallo, Imba. Hallo. Ja, du siehst zwar. Ja, die Augen sind ein bisschen weit auseinander, aber ansonsten. Ja. Ich würde sagen, das passt so. Chat, lass sie uns kurz alleine, Himba und mich. Lass sie uns ganz kurz alleine. Ganz kurz muten und kurz weggucken für 3 Sekunden. Ich ziehe runter, 3, 2, 1, jetzt. Und dann trägst du auch noch einen Schiekerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Schiekerstein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? bitte, Gino, sag noch einmal Früchtchen. Okay. Früchtchen. Wie würde Matteo das denn sagen? Früchten. Früchtchen. 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 Lass mal Matteo nachher fragen, wenn er kommt. Früchtchen. Früchtchen. So, was mit ihm? Maler. Kangis, Verzeihung, reist du ebenfalls. Mein Herz schlägt für die Malerei. Musst du wissen, auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Früchten. Früchten. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern vielleicht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es dich wissen. Ach, die Quelle möchte ich auf jeden Fall finden. Er malt den Schreiner. Und da muss ich wahrscheinlich hin. Da ist wahrscheinlich Impa. Aber ich gucke trotzdem nochmal hier ein bisschen rum. Was? Oh, ist es ein nächtliches Etablissement? Gasthaus, Nachtschatten. Nee, schlafen will ich eigentlich nicht. Oh, hier gibt's Essen. Zutatenladen, satt und glücklich. Boah, satt und glücklich. Wenn ein Restaurant satt und glücklich heißen würde, ich wäre jeden Tag da wahrscheinlich. Satt und glücklich. Ziegenbutter, 12 Rubine. Butter wird aus der Milch der weißen Ziege hergestellt. Sie ist vielseitig verwendbar und eignet sich sowohl für Eintöpfe und Braten als auch für Kuchen und Süßigkeiten. Ei, ein frisches Ei, das sich oft in Vogelnestern oder Baumkronen befinden. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Spurtkarotte. Wichtigstes Anbaugebiet dieser Karotte ist Kakariko. Als Kochzutat stärkt sie die Beinmuskulatur und verhilft so zu größerer Schnelligkeit. Ja, was hier für Dopingmittel hier verarbeitet werden, ne? Und ein Herz. 80 Rubine. Das kann ich doch hier bestimmt noch verkaufen. Ich habe doch ein paar Herzen. Nur hereinspaziert, Reisender. Fühle dich wie zu Hause bei uns in Kakariko. Die Göttin hat unser Land gesegnet. Deshalb ist hier, gibt es hier viele Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier. Zum Kochen nur die allerhöchste Qualität. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand, oder kann ich dir anderweitig helfen? Was empfehlen Sie denn? Eine Empfehlung? Eigentlich sind alle meine Waren empfehlenswert. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich dir zu Spurtkarotten raten. Das ist die Spezialität von Kakariko. Mein Mann baut sie eigenhändig an. Eigentlich würde ich gerne auch die anderen Spezialitäten unseres Dorfes anbieten. Die Rüstungskürbisse, aber mein Mann und der Kürbisbau verstehen sie nicht so gut. Wenn du also Rüstungskürbisse haben möchtest, musst du direkt bei Nabis auf seinem Feld nachfragen. Aha. Sonst noch etwas? Kaufen sie auch? Wo handelt es sich? Ja, wie teuer ist, wie viel gibt es für so ein Herz? 20? Und sie verkauft es für 80? Deshalb bin ich glücklich, wenn ich auf diese Weise viele Dinge zu Gesicht bekomme. Ja, hol ich mir ein paar Karotten. Paar Spurtkarotten. Ich hol mir mal
3. Alles Namen kämen wir dann auf 48 Rubin, bitteschön. Wahrscheinlich viel zu viel, aber da du schon einmal hier bist, sieh dich doch etwas um. Vielleicht interessiert dich. Nö. Eigentlich ist mir das zu teuer. Die Möhren sind auch zu teuer, aber nur weil du eine alte, liebe Dame bist, habe ich dir das jetzt gekauft. Kennt ihr das, wenn ihr in so einem Laden seid? So einem kleinen Laden, wo nur ihr als einzige Gäste dort sind. Und ihr schnackt mit dem Verkäufer oder guckt euch da um. Und ihr wollt eigentlich nichts haben, wollt wieder rausgehen, aber fühlt euch schlecht. Deswegen kauft ihr irgendeine Kleinigkeit für einen Euro oder so, damit ihr euch nicht ganz so schlecht fühlt. Rick, schon beim Gedanken an das Kochen mit Karotten überzieht sich meine Stirn mit tiefen Sorgenfalten. Es heißt, dass ein Gericht misslingen wird, wenn man darin verschiedene Karottensorten verarbeitet. Aber du wirst es natürlich trotzdem ausprobieren, fürchte ich. Okay, alles klar. Also nicht verschiedene Karottensorten ausprobieren. Der Kesselköcher. Guten Tag, Aliani Lisa. Wunderschönen guten Tag. Oh, hier gibt's... Köcher. Ja. Ein Kunde, welch seltener Anblick. Hier gibt es kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freut mich, einen jungen Mann zu sehen, der sich fürs Bogenschießen interessiert. Sieh dich um, such dir in Ruhe etwas aus. Sag mal... Irgendwie vermisse ich jetzt meinen Mann ein wenig. Was ist denn los bei den ganzen Leuten hier? Feuerpfeil. 80. Boah, 80 Stück. 80 Rubine für 5 Feuerpfeile. Das ist aber ganz schön happy. Kein Wunder, dass sie hier Ladenhüter sind. Holzpfeil, 5 Rubine. Ich habe halt 20 oder so. Also, nee, tut mir leid. Das ist mir alles ein bisschen zu teuer hier im Laden. Irgendwie. Nee. Nee, Freunde. So geht das nicht. Wo geht's denn da lang, wenn ich da... Achso, einfach nur wieder raus, ne? Zu den Sahasra-Hügel. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein zum Tempel. Wobei diese Fee zu... Ja, chill doch. Jetzt will ich da mal reingehen. Jetzt will ich mal mit denen schnacken. Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch der Schiegerstein. Bist du etwa? Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Okay, dann sind die ja doch keine. Doch keine so bösen Dudes. Tina, du lebst in der Apokalypse, da gibt's nicht so viele Ressourcen, dementsprechend hoch der Preis. Da hast du natürlich auch recht, Marv. Da hast du natürlich auch recht. Oh. Ein Mann? Sagt Paya. Oh. Der Schiekerstein? Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich, ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Paya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Dieser bestimmt in einem Wasserfall sowas, oder? Bestimmt ist hier doch irgendwas. Geheimnis. Guck mal, wie toll das aussieht. Die Gedächer gefallen mir auch. Ganze Architektur. Schön, so feudales Japan. Iek! Ihr seid so nah. Meine Großmutter wartet im Haus. Ich bekomme die Augen kaum auf, will aber Gino sehen. Fuck off. Du bist süß. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar
Härchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Jetzt komm. Was ist? Du siehst mich an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Mhm. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemandem aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Also ich bin schon ziemlich entschlossen. Ich habe ja sonst keine andere Aufgabe in diesem Land und ich sehe, dass die ganzen die Leute hier deprimiert sind, weil das Land hier kurz vor Untergang steht. Und dadurch, dass ich hier der Auserwählte bin, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das Land hier retten kann. Selbst wenn ich mein Gedächtnis verloren habe. Paias Tagebuch. Scheint Paias Tagebuch zu sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter, Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf. So hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tage wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme. Für Hyrule und für die Großmutter. Die haben alle auf mich gewartet, Leute. Ich kann die doch nicht enttäuschen. Ich bin bereit. Ich sterbe auch für die... Für Zelda. Für Zeldas letzte Worte. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Ich bin bereit. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Mhm. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Jetzt kommt's. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. 10.000 Jahren? Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen,
die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hm. 100 Jahre ist es nun her, um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten. Folgen wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir uns erhofft haben. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. 4 Titanen. Die 4 Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shika. Sie wurden von den 4 Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goronen steuerte den Titan Vahudania. Revali von den Orni kontrollierte Vahmedo. Der Titan von Mipha, der Sora, nannte sich Vahruta. Und Urbosa von den Gerudo steuerte Vahnaboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf den Verbleib. Da sind sie. Das Licht des Shika-Steins wird dir den Weg weisen. Dorthin, wo die Anführer der Völker treffen wirst. Okay, ich muss also 4 Titanen befreien. Doch, dein Shika-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser im Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Wo ist Hateno? Ah, okay, da ist Hateno. Der leuchtende Punkt im Osten hier, im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Und noch ein Zielpunkt. Du bist ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Krass, Leute. Ich spreche nochmal mit dir. Was ist? Hat der lange Schlaf dich deiner Entschlossenheit beraubt? Du bist gerade erst aufgewacht. Ich verlange nicht von dir, dass du gleich jetzt den Kampf mit Ganon aufnimmst. Zuerst solltest du deinen beschädigten Shika-Stein reparieren. Eile so bald wie möglich zum Institut für Antikenforschung in Hateno. Okay. Zelda, kämpfe zum heutigen Tage allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten. Kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Okay. Tschüss, Paya. Ich muss mich um das Juwel kümmern. Okay. Wir müssen also die vier Titanen befreien, die 4 Recken steuerten. Oder vielleicht immer noch tun? Nee, steuerten, bevor sie von Ganon
gefangen wurden. Oder manipuliert wurden oder wie auch immer. Davor müssen wir aber unseren Schikastein reparieren. Also ganz, ganz viele Ziele, die wir jetzt anzugehen haben. Wir müssen also zuerst nach Ateno. Ich werde gleich versuchen, noch in diesem Dorf die Fee zu finden. Vielleicht noch das eine oder andere Geheimnis zu lüften. Vorher verabschiede ich euch aber eine klitzekleine Pause. Bleibt einfach dran und gleich geht's weiter mit Zelda. Bis gleich. Musik.